Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Maike Zürn. Ich habe in diesem Jahr eine 5. Klasse und möchte euch jetzt einfach mal das Klassenzimmer von der 5. Klasse vorstellen, denn eventuell seid ihr ja nächstes Jahr auch hier an der Schule und findet euch dann auch in so einem Klassenzimmer wieder. Hier vorne seht ihr die Tafel, die kennt ihr ja schon, gibt es in der Grundschule auch. Die benutzen wir genauso wie ihr auch, um Dinge aufzuschreiben. Und hier hat es noch eine kleine Besonderheit. Wir versuchen jeden Tag Englisch zu integrieren in unseren Unterricht und haben hier einmal auf Englisch die Jahreszeiten, unser Jahr natürlich, das ändert sich nicht, die unterschiedlichen Tage, der Monat, den müssen wir noch ändern, inzwischen haben wir schon Februar, und natürlich die Tage. Und so versuchen wir jeden Tag auf jeden Fall ein bisschen Englisch zu sprechen. Hier an der Wand, das seht ihr unseren Kalender für dieses Schuljahr. Ganz, ganz, ganz wichtig sind natürlich eure Geburtstage. Wir wollen keinen Geburtstag vergessen und immer auch gemeinsam feiern. Und deswegen trägt hier am Anfang vom Schuljahr jeder seinen Geburtstag ein, damit wir auch auf keinen Fall den Geburtstag vergessen. Und dann gibt es auch immer eine kleine Überraschung zum Geburtstag. Hier oben seht ihr die Steckbriefe meiner Klasse. Die haben wir in der allerersten Schulwoche hier im September erarbeitet und gestaltet. In der ersten Schulwoche, wenn ihr hier ankommt, ist es uns am wichtigsten, dass ihr euch erstmal gegenseitig kennenlernt, dass wir euch kennenlernen, dass ihr euch wohlfühlt. Und die ganze Einführungswoche ist auch nur beim Klassenlehrer. Das heißt, ihr habt genug Zeit, um anzukommen, erstmal alles zu erkunden und dass wir uns gegenseitig kennenlernen können. Jetzt stehe ich hier an unserer Hausaufgabentafel. Ihr seht hier die Hauptfächer BMT und Geografie. Das sind so die Fächer, in denen es am meisten Hausaufgaben gibt. Hier sammeln wir jeden Tag, was Hausaufgabe ist. Da könnt ihr immer drauf schauen, das in euren Schulplaner eintragen und dann verliert ihr nicht den Überblick. Zusätzlich tragen wir hier unten auch noch die Klassenarbeiten und Tests ein, also an welchem Datum wird welcher Test geschrieben. Auch da könnt ihr jederzeit hinschauen und überprüfen, ob ihr denn auch auf dem Laufenden seid. Da steht jetzt natürlich nichts, weil wir ja leider gerade nicht hier sind, aber wir hoffen, dass da ganz, ganz, ganz schnell wieder ganz viele Dinge stehen werden. Hier seht ihr jetzt unser Infoboard, das ist auch ganz, ganz wichtig und gibt es in jedem Klassenzimmer. Hier gibt es jetzt einmal das Ziel der Woche. Hier haben wir allgemeine Infos, die die ganze Schule betreffen oder die Klasse im Speziellen. Und hier teilen wir auch jede Woche die Dienste neu ein. Bei unserem Ziel der Woche legt jeder Schüler in jeder Woche ein Ziel für sich fest. Das darf jeder selbst entscheiden, was ihm einfach gerade wichtig ist, an dem er arbeiten möchte. Zum Beispiel, ich erledige alle meine Englischaufgaben. Wenn du zum Beispiel gemerkt hast, dass dir das in der letzten Woche schwer gefallen ist, dann kannst du in dieser Woche daran arbeiten und es wird jede Woche neu festgelegt. In der Mitte von unserem Infoboard hängen ganz allgemeine Infos. Zum einen Infos, die die SMV rausgibt. Hier ging es zum Beispiel darum abzustimmen, welches Logo auf unseren Schulpullover kommt. Oder auch hier Einladungen zur nächsten SMV-Sitzung. Das ist wichtig für die Klassensprecher, da die da immer anwesend sein müssen. Dann gibt es allgemeine Infos zum Stundenplan, wo jeder auch nochmal draufschauen kann, wenn er sich unsicher ist. Und hier unten haben wir unsere Schülersprecher gewählt. Die stehen schon fest, die haben sich hier vorgestellt und dann fand eben die Wahl statt. Eine letzte Sache noch, das Orangene hier, das ist von der Stadtbücherei, die hier direkt im Gebäude ist. Das heißt, der Weg zu dem nächsten Buch ist für dich ganz, ganz, ganz kurz und da hängen hier auch nochmal Infos. Wir helfen zusammen. Das ist unser Motto, nicht nur in dieser Klasse, sondern eigentlich an der ganzen Schule. Deswegen sind die unterschiedlichen Dienste uns auch sehr wichtig. Jedes Kind nimmt regelmäßig Dienste wahr, wie zum Beispiel den Fensterdienst oder den Tafeldienst. Bestimmt kennt ihr solche Dienste auch schon aus der Grundschule. Es wird einfach mit Wäscheklammern, auf denen dein Name steht, zugeordnet, welchen Dienst du diese Woche hast und dann kannst du es auch nie vergessen. Zudem gibt es hier natürlich auch die Klassenregeln. Die Klassenregeln haben wir gemeinsam erarbeitet und festgelegt und dann auch alle unterschrieben wie ein Vertrag, sodass sich auch jeder daran hält. Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt im Klassenzimmer zwei Fächer zur Verfügung gestellt, ein kleineres und ein größeres. Da steht dann auch euer Name dran, sodass ihr es auch nicht verwechseln könnt. Und da könnt ihr Unterrichtsmaterial lagern, das ihr nicht jeden Tag mit nach Hause und wieder mit in die Schule schleppen möchtet. Zum Beispiel sind hier die BK-Sachen drin gelagert oder unser Ordner für den Medienkurs. Auch eine ganz tolle Sache zu Beginn der 5. Klasse, da arbeiten wir mit Laptops. Und hier unten sind große Ordner, die braucht man wirklich nur in der Schule für das selbstorganisierte Lernen. Und Stifte und einen Block kann man auch immer gebrauchen. Welcome to our English Corner. Hier seht ihr unsere Englisch-Ecke. Wir versuchen im Englischunterricht wirklich so viel es geht auf Englisch zu sprechen, dass ihr einfach ganz, ganz, ganz schnell die Sprache lernt. Und deswegen gibt es hier ganz viele Hilfen für euch, wenn ihr mal vergessen habt, wie ihr fragen könnt, wie es auf die Toilette geht oder wie ihr mit dem Nachbar sprecht, könnt ihr einfach immer an diese Wand schauen und da gibt es dann einfach Sätze, die euch nochmal auf die Sprünge helfen.
Des Weiteren haben wir hier auch unseren Wetterbericht. Den hören wir uns nämlich auch jeden Tag auf Englisch an. Today it's snowy. Es schneit heute ganz schön viel. Das wird natürlich jeden Tag angepasst und immer ein Schüler hält dann diesen Wetterbericht. Was uns hier an der Schule ganz arg wichtig ist, dass ihr eure Meinung sagt und wir damit auch arbeiten. Und deswegen gibt es bei uns in jeder Klasse den Klassenrat. Kennt ihr vielleicht auch schon aus der Grundschule? Da geht es einfach darum, dass wir Themen besprechen, die euch bewegen, die euch berühren, die euch auf der Seele liegen. Da gibt es hier so kleine Zettelchen, da könnt ihr draufschreiben, was euch bewegt. Das kommt dann in den Briefkasten und einmal in der Woche, in der Klassenstunde, wird dann über diese Themen gesprochen und gegebenenfalls auch Dinge abgestimmt oder eben nach Lösungen gesucht. Hier stehen wir jetzt vor unserer Medienwand, die gibt es in jedem Klassenzimmer. Hier hat der Lehrer die Möglichkeit, durch eine Dokumentenkamera oder auch über den PC Dinge an diese Wand zu projizieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll das gehen? Ihr seht dieses Schild hier in meiner Hand und die letzte Reihe kann das wahrscheinlich nur sehr schlecht erkennen. Wenn ich das jetzt aber hier unter die Dokumentenkamera lege, wird es vergrößert, an die Wand projiziert und auch die Kinder in der letzten Reihe haben einen super Blick auf dieses Schild jetzt. Hier in diesem Eck steht normal unsere Spieletonne, die gibt es dieses Jahr aufgrund von Corona leider nicht. Aber normalerweise hat jede fünfte Klasse diese Spieletonne. Die dürft ihr in der Pause mit rausnehmen, euch dann austoben und am Ende müsst ihr natürlich alles wieder mit zurückbringen. Wer jetzt neugierig geworden ist und wissen will, was in dieser Spieletonne alles drin ist, der muss sich das Sportvideo anschauen. So, ich hoffe, euch hat unser Klassenzimmer gefallen und ihr könntet euch vorstellen, hier nächstes Jahr auch zu sitzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ganz viele von euch nächstes Jahr hier begrüßen zu dürfen.